Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe gerade noch ein anderes Video gedreht. Und jetzt dachte ich mir, können wir direkt im Anschluss das nächste Video drehen. Und zwar, natürlich will ich jetzt meine Haare, denn so kann ich das ja auf gar keinen Fall lassen. Das sieht ja furchtbar aus. Es wird ein bisschen bunt. Ich werde heute sehr viele Farben verwenden. Es wird aber auch gleichzeitig nicht wirklich bunt. Es wird punktuell bunt, sagen wir es mal so. Ich habe mir überlegt, dass ich mal das hier ausprobieren möchte. Das habe ich mir schon vor Monaten gekauft. Das ist das neue Schwarz von Headshot. Sowas finde ich ja immer sehr interessant, weil diese natürlichen Farben, also auch sowas wie Schwarz ist damit gemeint, gibt es ja von direkt ziehenden Marken eher selten. In den letzten Jahren hat ja die Farbvielfalt diesbezüglich von anderen Marken zugenommen, auch in dem natürlichen Bereich. Aber es war, auch wenn ihr mich schon länger verfolgt, habt ihr vielleicht auch schon festgestellt, dass es in der Regel eher ein Reinfall war. Also zum Beispiel gab es ja damals schon das Schwarz von Ebony, das Schwarz von Directions, welches Ebony hieß, so. Und das war ja nicht wirklich schwarz, ist bis heute auch noch nicht wirklich schwarz, obwohl die Rezeptur mehrfach geändert hatten. Und dann gab es ja auch mal dieses Dark Brown, was eigentlich dunkelgrün war. Also sie haben immer mal wieder versucht, natürliche Farben rauszubringen, aber das ging meistens nicht so gut. Und wenn immer ich ein Schwarz sehe, finde ich das natürlich besonders interessant. Da werde ich auch in Zukunft noch von verschiedenen Marken was testen. Es gibt ja auch noch Raven, glaube ich, von Manic Panic und von Lunatides gibt es, glaube ich, auch schwarz und grau. Aber das werde ich sowieso in Zukunft nach Manic Panic dann vorstellen. Lunatides, könnt ihr euch also darauf freuen. Jedenfalls wollte ich diese brandneue Farbe jetzt dann mal ausprobieren, auch wenn ich Headshot als Marke vorgestellt hatte. Das wird dann auch noch irgendwann kommen. Jedenfalls, diese Farbe heißt Blackout. Man sieht hier schon, dass die verhältnismäßig wirklich schwarz ist. Ich habe gehört, man sagt, dass es ähnlich wie das Schwarz von Marianela ist, was ich ja am liebsten verwende. Das ist aber natürlich deutlich günstiger, deswegen wäre das gut, wenn das hier besser funktionieren würde. Also jedenfalls das Schwarz von Marianela ist ja eigentlich kein richtiges Schwarz, sondern es ist ein sehr dunkles Grau, was man, wenn man es mit Wasser oder mit Spülung streckt, auch immer hellgrauer dann natürlich wird. Das heißt, man kann sich auch silber- oder graue, dunkelgraue, mittelgraue Haare damit tönen. Und das soll so ziemlich genauso sein. Nur, dass es halt wesentlich günstiger ist. Was habe ich denn nochmal dafür bezahlt? Also bei Marianela, das sind 250 Milliliter und das kostet, nee, 300 Milliliter und kostet 25 Euro. Das Blackout, boah, verpiss dich hier mit deinen Scheiß-Cookies, kostet 7 Euro. Um die, also jedes, je nachdem, wo man es bestellt, 7, 8 Euro, so um den Dreh. Da sind 150 Milliliter enthalten. Ist also schon ein bisschen günstiger. Ich muss aber direkt mal meckern. Das ist mir nämlich erst auf den zweiten Blick aufgefallen, nämlich jetzt gerade, als ich es benutzen wollte, weil ja man da nicht unbedingt vorher drauf achtet. Diese Verpackung mag auf den ersten Blick sehr praktisch sein, ist es aber nicht. Ich finde zwar gut, dass man es wieder so, ne, also es ist halt ein Schraubverschluss und man kann es halt auch ganz einfach wieder verschließen. Das ist zwar gut, aber ich habe hier keine Chance, mit dem Pinsel irgendwie reinzukommen, weil das so klein ist. Und wenn ich jetzt die Farbe da raus haben möchte, bleibt mir eigentlich nur übrig, das natürlich, ne, über Kopf und dann rauslaufen zu lassen. Aber bis es dann komplett rausgelaufen ist, komplett dauert. Also in der Regel muss man dann, so wie ich das jetzt hier gemacht habe, das so stehen lassen über mehrere Stunden, damit der ganze Scheiß da rausläuft, weil sonst hat man natürlich Produkt verschwendet. Da sind andere Marken wie jetzt zum Beispiel Manic Panic oder Directions im Vorteil. Hier ist die Öffnung relativ groß. Man kann mit einem Löffel rein, kann sich da so viel nehmen, wie man will, kann es dann wieder reinpacken, man kann es auskratzen. Super, kann man hier nicht. Bisschen nervig also. Jetzt könnte man natürlich sagen, gut, dann schneidet man das Ganze halt einfach auf, kratzt es dann aus. Dann kann man das Ganze aber nicht mehr zurückgeben. Weil ich hatte das irgendwo gesehen, war das auf deren Instagram, keine Ahnung, da war irgendwie, wenn man 10 Flaschen sammelt und wieder zurückgibt, dann kriegt man einen Gutschein von, keine Ahnung wie viel Euro, ich weiß es nicht mehr. Und ich glaube nicht, dass das für zerstörte Flaschen gilt, das ist dann ein bisschen undurchdacht. In der Flasche sieht es verhältnismäßig schwarz aus, wenn man jetzt aber schon mal guckt hier ganz nah, dann ist es nicht ganz schwarz. Ich habe, also ein bisschen davon kann ich jetzt mal hier auf so ein Tuch geben. Es ist eher ja, sehr stark gräuliches Lila. Also es ist nicht wirklich schwarz. Definitiv ist es nicht schwarz. Jetzt bin ich ja mal gespannt, wenn meine Haare gleich so aussehen, da habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf. Dann könnte man natürlich gucken, ob das dann geht, wenn man es noch ein zweites Mal drüber tönt. Aber ob ich da dann Bock drauf habe, ich guck mal. Ich möchte meine Haare nicht komplett in diesem Ton eintönen. Zumindest erstmal nicht. Ich hätte ganz gerne einen bunten Farbakzent in meinem
oder auch bei einem Ansatz. Ich habe mir überlegt, ob ich mir mal so einen Rainbow Roots Style mache. Jetzt habe ich erst überlegt, ob ich das hier mittig machen soll, aber dadurch, dass hier noch von diesen Manic Panic Experimenten dieses komische Orange-Rot jetzt da ist, das nervt ein bisschen, mache ich das hier. Dann könnte ich nämlich auch, wenn ich meinen Ansatz dann gerade trage, das verstecken, wenn ich da keinen Bock drauf habe. Naja, ich schaue einfach mal, auf wie viele Farben da jetzt so drauf passen. Ich habe mir jetzt erstmal 2, 4, 6, 8 Stück hier herausgesucht. Ich habe jetzt hier hauptsächlich, nein, es ist nur Manic Panic. Nur Manic Panic. Und zwar habe ich jetzt hier das Gelb. Das ist Sunshine. Das Sunshine hat zum Beispiel so eine komische Konsistenz, so eine glibberige. Man kriegt das gar nicht so richtig auf den Pinsel drauf, was ein bisschen merkwürdig ist. Habe ich mir natürlich vorher Gedanken gemacht, wie ich das mache. Es gibt ja ganz verschiedene Techniken, wie man das machen kann. Und das sieht dann alles auch ein bisschen anders aus natürlich. Vollkommen klar, logisch. Und ich habe mir überlegt, ich tupfe das jetzt hier einfach so auf. Dann haben wir als nächstes Electric Tiger Lily. Das ist zum Beispiel ein bisschen flüssiger. Das kann man wesentlich besser verwenden. Ich weiß nicht, warum diese Konsistenzunterschiede bei Manic Panic immer so groß sind, aber die unterscheiden sich bei den Farben. Das ist mir auch noch in Hand auf die Dings gedrückt. Ich habe sogar Handschuhe hier liegen, aber ich habe mir gedacht, hierfür brauche ich es jetzt nicht unbedingt. Die Konsistenzunterschiede sind von den Farben her echt unterschiedlich. Bei den Rottönen habe ich echt lange überlegt, welche ich nehmen soll. Gott sei Dank bin ich jetzt gerade dabei, die Rottöne vorzubereiten für Videos. Das ist zum Beispiel total fest. Schaut euch das an. Seht ihr, wie unterschiedlich die Konsistenzen hier sind? Das ist Inferno. Ich habe mir natürlich Gedanken gemacht, welches Rot nehme ich, weil es ganz schön viele Rottöne gibt. Und ich wollte jetzt keins, was irgendwie so special ist. Also einfach ein klares Rot. Ich wollte keins, was irgendwie mega orange ist oder mega pink ist. Das muss auch gar nicht so mega sauber sein jetzt. Also... Wie gesagt, ich habe mir sehr viele Gedanken gemacht, wie ich das genau machen soll, ob ich das so Farbverlauf machen möchte, also dass es so schön ineinander verläuft, sauber, oder ob ich das so abgehackt machen möchte, also mit einem kantigen Übergang. Und ich möchte das hier so ein bisschen spielerisch halten. Es muss eigentlich alles gar nicht so akkurat sein. Das ist jetzt natürlich auch kein Regenbogen im klassischen Sinne, sonst hätte Rot ganz oben sein müssen. Dann würde es jetzt, also das hätte ich dann... höher setzen müssen. Ich mache das jetzt also eher farbverlaufmäßig, kein richtiger Regenbogen. Falls sich jetzt Leute darüber aufregen. Deswegen, ich nehme als nächstes Pink und zwar Cotton Candy Pink. Wo ist denn mein... Ach da. Vielleicht mache ich ja irgendwann nochmal alles komplett Rainbow. Ihr könnt mir natürlich auch jederzeit gerne Vorschläge da lassen, was ich mal machen soll und was ihr gerne sehen würdet. Dann machen wir weiter mit einem... rotstichigen Lila. Das ist eine sehr geile Farbe. Das ist Plum Passion. Jetzt wird es ein bisschen tricky, weil ich hier oben nichts mehr sehe. Das ist jetzt natürlich auch ein bisschen dunkler als Cotton Candy Pink. Aber ich dachte mir, es muss ja nicht alles auf der gleichen Helligkeitsstufe sein. Es muss nicht alles die gleiche Tontiefe haben. Dann Electric Amethyst. Ich hätte das natürlich auch so machen können. Vielleicht mache ich das in Zukunft auch mal. Mal schauen. Schreibt mal in die Kommentare, worauf ihr Bock hättet. Electric Amethyst ist ein bisschen bläulicher Violett. Ich glaube, dann ist auch schon hier Ende im Gelände. Theoretisch könnte ich hinten weitermachen, aber das ist halt immer ein bisschen schwer, wenn man das alleine machen muss. Ich könnte das jetzt zwar mit dem Spiegel machen, aber bei so akkuraten Geschichten ist das sehr, sehr schwierig und es ist nicht so einfach. Ich habe ein bisschen Angst, dass das nicht ganz durchkommt. Deswegen gehe ich jetzt hier... also nochmal so ein, zwei Passés weiter nach links und rechts nochmal durch und töne das hier nochmal so ein bisschen nach. Das ist jetzt ein bisschen langweilig, deswegen würde ich sagen, springen wir mal zum nächsten Step. Also jetzt aber definitiv Handschuhe anziehen natürlich. Oh, das hat immer so eine Sauerei sein muss, Mensch. Ich glaube, ich behalte hier oben meine Brille lieber mal auf, sonst wird das, glaube ich, ein bisschen zu tricky werden. Ja, jetzt bin ich ja mal sehr gespannt, wie sich das mit diesem Schwarz hier verhält. Oh je. Obwohl es mich jetzt nicht stören würde, wenn das jetzt so ein, also so ruhig so ein
abgehackter Übergang in dem Sinne wäre. Aber ich glaube, gerade hier hinten ist es vielleicht besser, wenn das schon so ein leichter Übergang ist. Also gerade hier an dem Wirbel. Ist natürlich immer besser, wenn man für sowas eine zweite Person hat. Aber es ist nicht komplett unmöglich, dies alleine zu machen. Es ist halt nur ein bisschen schwieriger und in der Regel mit ein bisschen mehr Sauerei verbunden. Aber es geht. Es geht. So sieht das Ganze aus, wenn es fertig ist. Es sieht jetzt schon verhältnismäßig schwarz aus. Ja, ich bin sehr gespannt, ne, wie sich das jetzt auch, also bei solchen Farben stellt sich natürlich immer die Frage, wie stark färbt das auf der Kopfhaut ab? Generell im Laufe des Tragens, wie stark färbt das ab? Blutet die Farbe stark aus und vor allem geht sie auch wieder raus? Also gerade bei solchen Farben hat man immer besonders viele Fragen. Also dazu, denke ich, werde ich auf jeden Fall auch ein Auswaschvideo machen. Bevor ich euch das Ergebnis zeige, das wollten ja auch viele sehen, zeige ich euch mal kurz, wie sich das Grün ausgewaschen hat. Das wollten ja auch sehr viele wissen. Das war ja Electric Lizard, was ich da hatte. Und das hat sich im Grunde sehr unkompliziert rausgewaschen. Es war am Anfang ja sehr leuchtend, also dieses Elektrische, dieses Toxische hat man sehr gut natürlich gesehen. Und das hat 2 Haarwäschen gedauert, bis das weg war. Dann war es nur noch ein helles Grün und dann wurde das im Laufe der Haarwäschen immer heller. Das hat insgesamt so, ich würde sagen, 5-6 Haarwäschen gehalten. Und dann war das so, wie ihr das jetzt bei mir am Anfang des Videos gesehen habt. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass ich vorher noch so einen Grünstich immer hatte von der Haarfarbe, die ich davor hatte. Insofern weiß ich nicht, wie sich das jetzt komplett ausgewaschen hätte. Hätte ich jetzt nur diese Farbe gehabt. Ist halt ein bisschen schwierig, das zu sagen, wenn man noch eine andere Farbe vorher hatte. Aber ja, so langlebig war die nicht, hat sich aber unkompliziert rausgewaschen, blieb die ganze Zeit grün, wurde einfach nur immer heller. Dieser elektrische Touch war eben sehr schnell weg, wie ich das auch vermutet habe schon. Und dann war es halt eben helles Grün. Also sehr unkompliziert im Grunde. Oh, das war schon, sieht auch nicht schlecht aus so. Ich sehe ein bisschen aus wie so ein Phönix. Halbe Stunde mindestens einwirken lassen, währenddessen räume ich auf und putze mir hier die Farbspritze weg. Und dann sehen wir uns gleich. So, ich bin fertig. Haare sind getrocknet. Was mich ein bisschen stört ist, die fühlen sich ein bisschen eklig an. Also das Dunkle, das Schwarze, das macht die Haare so ein bisschen matschig. Vielleicht kennt ihr das ja auch, wenn ihr schon mal so dunkle Tönungen verwendet habt. Zum Beispiel so Midnight Blue, Foreign Directions oder Manic Panic, so dunkle Farben. Dann hat man das schon mal, dass die Haare sich irgendwie so ein bisschen komisch anfühlen. Ich habe ja jetzt so ein bisschen Haaröl hineingegeben, die Haare ein bisschen geglättet. Und jetzt geht es. Ich muss sagen, erstmal, boah, das Ausspülen an sich, das war so eine Sauerei. Also das ist eine Farbe, da kann man natürlich spülen, 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 spülen. Da kommt immer Farbe mit raus und da muss man sich wirklich vorher drauf einstellen. Und da muss man ganz vorsichtig sein, dass man das hier nicht ineinander verlaufen lässt. Also das Schwarze darf nicht mit hier oben reinkommen. Deswegen habe ich das nicht, wie ich das sonst immer mache, über Kopf ausgewaschen, sondern ich habe mich nackig in die Dusche gestellt und habe das dann so von oben alles, also wie beim Duschen halt, ne, wie man das da so macht, einfach von oben runterlaufen lassen. Das war eine ganz schöne Sauerei, aber ging nicht anders. Es hat auch gut funktioniert, wie man sieht. Ich hätte auch nicht gedacht, dass es so dunkel wird. Also es ist schon, es ist jetzt nicht so gefärbt pechschwarz, sondern es ist eher so ein natürliches Schwarz. Aber ich hätte nicht gedacht, dass es ansatzweise so dunkel wird. Das ist ja, also es gibt ja von manchen direkt ziehenden Marken ein Schwarz, aber das ist dann in der Regel eher ein sehr, sehr dunkles Grau, wie jetzt zum Beispiel bei Maria Nila oder ja das Ebony von Directions. Das ist ja eine komplette Katastrophe eigentlich gewesen. Das war früher mal so ein dunkles Blaugrün, meine ich. Mittlerweile ist es eher so ein dunkles Lila, aber es ist halt kein Schwarz. Das ist schon richtig schwarz, tatsächlich. Also natürliches Schwarz halt. Ich hoffe, man erkennt das jetzt einigermaßen so in der Kamera. Ich hätte nicht gedacht, dass es auch nur ansatzweise so wird. Das sah ja auf der Serviette so ein bisschen lila, gräulich, komisch aus. Und ich dachte, vielleicht muss ich zweimal tönen und vielleicht wird es dann auch trotzdem nicht richtig natürlich. Aber doch, es funktioniert tatsächlich sehr gut. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie verhält sich das weiter? Wie wäscht sich das aus? Wie hält das? Geht es überhaupt irgendwann nochmal raus? Gerade diese sehr dunklen Farben neigen ja dazu,
gar nicht mehr aus dem Haar herauszugehen. Was ich auch sehr interessant finde, also hier sieht man jetzt so ein kleines bisschen Farbränder. Ne, das habe ich mir schon gedacht, weil bei so sehr dunklen Farben ist es in der Regel zu 99% so, dass sie die Kopfhaut extrem einsauen. Hier interessanterweise ist das überhaupt nicht der Fall. Ich zeige euch das mal eben. Also meine Kopfhaut ist ganz normal. Man sieht das, ne? Da ist nichts eingefärbt, gar nichts. Das hätte ich nicht gedacht, vor allem, weil die ja auch so rumgesifft hat, ne, beim Ausspülen. Ich hätte gedacht, oh mein Gott, jetzt ist alles vorbei. Meine ganze Kopfhaut ist schwarz, nichts. Meine Nägel sind ein bisschen schwarz eingefärbt. Also wenn man die Farbe auswäscht, dann sollte man besser Handschuhe tragen. Färbt halt sehr schnell ab. Und natürlich bei den Handtüchern, entweder sehr alte Handtücher verwenden oder dunkle. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass man hier auch ein bisschen vorsichtig sein muss mit zum Beispiel Bettwäsche. Und wenn man jetzt damit so durch den Regen läuft, ist es vielleicht auch nicht so sinnvoll, dann sehr helle Sachen anzuziehen. Färbt halt dann, denke ich, schon ein bisschen ab. Also man muss sehr vorsichtig sein. Ich bin aber wirklich sehr positiv überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass es so natürlich wird. Also ich hätte echt gedacht, das wäre irgendwie nur so ein starkes, dunkles Lila oder so. Aber es sieht tatsächlich aus wie gefärbt mit einer permanenten Farbe. Das ist Wahnsinn. Also ich bin jetzt natürlich sehr gespannt, wie sich das Ganze auswaschen wird. Dazu kommt auf jeden Fall ein Auswaschvideo. Muss ich auf jeden Fall machen. Ich wollte die Farbe ja schon länger ausprobieren. Und habt ihr die Farbe auch schon mal ausprobiert? Was könnt ihr denn dazu berichten? Und was sagt ihr dazu? Wäre das auch was für euch? Ich muss sagen, gerade weil ich ja auch meine Haare frisch blondiert hatte, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es so dunkel wird. Gerade bei den sehr dunklen Farben, wenn man die auf sehr helles Haar gibt, muss man schon mal zweimal tönen. Ne? Also das ist dann, also ist halt bei einer Ersttönung normal. Aber das deckt richtig gut. Ich musste nichts nachtönen. Hier hinten hatte ich nur einmal so eine kleine Strähne vergessen, die war weiß. Aber das war hier, wo das lila ist. Das habe ich dann nochmal nachgetönt. Aber mit dem Schwarz, alles super. Also ich bin echt begeistert. Und wenn sich das jetzt noch einigermaßen unkompliziert herauswaschen lässt und keine ekligen Untertöne entstehen, das ist natürlich sehr spannend jetzt, wäre das auch so ziemlich mein neues Lieblingsdirektzieher-Schwarz. Bisher, wie gesagt, war das Maria Nila, das eigentlich ein sehr dunkles Grau ist. Ja, ich bin auch sehr gespannt, vielleicht mache ich das in Zukunft nochmal, wie sich das verhält, wenn man das verdünnen würde. Weil, also ich hätte jetzt auch gedacht, das wäre ein sehr, sehr dunkles Grau, haben ja auch viele gesagt, aber das ist nicht wirklich grau. Ich weiß nicht, das ist einfach schwarz. Also wenn man schwarz auffällt, wäre es ja grau, ja. Aber dadurch, dass man das auf der Serviette ja so ein bisschen gesehen hat, dass es so ein bisschen lila-gräulich ist, frage ich mich halt, wenn man das aufhellen würde, ob es dann wirklich neutral grau wäre oder ob es dann wirklich irgendwie lila oder so wäre. Das wäre nochmal interessant. Vielleicht mache ich das in Zukunft nochmal. Egal. Also das, was ich euch eigentlich zeigen wollte, habe ich euch gezeigt. Auch das mit dem Übergang ist ganz gut geworden. Das ist halt immer so ein bisschen tückisch, ne? Jetzt gerade hier vorne. Gelb und dann halt schwarz, ne, ist schwierig, wenn das so ineinander verläuft, dann hat man so ein ekliges Grün, aber es ist verhältnismäßig gut, es sieht jetzt so ein bisschen aus, also ich habe jetzt hier halt nicht so eine Kante, sondern es ist so ein bisschen verwischt hier, ne, so, als wäre das natürlich herausgewachsen, obwohl Haar natürlich nicht bunt herauswächst, aber es ist einfach nicht so eine Kante, ne, sondern es ist so ein bisschen versetzt. Okay, ich bin zufrieden, ist noch was anderes. Ich persönlich liebe ja schwarze Haare, aber es ist immer so schwierig, weil färben will ich nicht und tönen mit Direktzieher ist immer so schwierig. Also schwarz ist halt ein bisschen tricky. Naja, lasst gerne Feedback da. Dann seid gespannt auf das Auswaschvideo, aber das dauert dann wahrscheinlich erstmal ein bisschen. Okay, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis dann, macht's gut, tschüss.